Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass sich der Umsatz des Einzelhandels in Deutschland in den nächsten Jahren bis 2020 um mal mindestens 10% weiter reduzieren wird. Und das wird das Bild unserer Städte vermutlich verändern. Selbst bei Apple hat man mittlerweile verstanden, dass man mehr tun muss, außer geile Flagship-Stores zu besitzen, um Leute zu aktivieren, um Kundschaft in diese Läden reinzuziehen. Die Lösung von Apple heißt Today at Apple. Und es werden Kurse angeboten, eine Zeichensafari, Dienstage für Lehrer oder eine Kids Hour. Ob das nun die endgültige Lösung ist, wissen wir nicht, aber zumindest ist man bei Apple jetzt offensichtlich auch schon aufgewacht. Und welcher Einzelhändler macht es schon seit längerem richtig gut? Die Kollegen von Garhammer in der tiefsten bayerischen Provinz, in Waldkirchen, die sind mal mit Einzelhandel richtig erfolgreich. Ihr Konzept: persönliche Beratung, Zuweisung von Kunden an eine passende Verkäuferin, Blitzschneiderei im Laden, Sekterlebnis für die Kunden. Die durchschnittliche Verweildauer beträgt dort tatsächlich 5 Stunden in dem Laden. Und das Umsatzplus seit 2007 30%. 2014 wurden die Kollegen von Garhammer in Waldkirchen tatsächlich für den Oscar der Einzelhändler nominiert, nämlich den sogenannten World Retail Award. Was lernen wir daraus? Einzelhändler werden in Zukunft deutlich mehr tun müssen, als einfach nur Regale aufstellen, voll mit Klamotten drin. Sie werden sich genau überlegen müssen, wo die Schwachstellen von Amazon sind und wie sie entsprechend in einer von Amazon dominierten Welt überleben können. Einige der Schwachstellen haben wir schon besprochen: Erlebnis, Service, wahrscheinlich sogar über den Service hinaus die Kuration, das Herausheben, das besondere Markieren von Produkten, die gerade hip oder cool oder besonders hilfreich sind. Und daneben, was könnte das noch sein, wo kann man Amazon noch angreifen? Bei Produkten, die sehr erklärungsbedürftig sind oder einfach bei Produkten, die besonders schwer sind oder besonders teuer sind. Subscribe!